Nachtsitzung. Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Da sind wir wohl wieder etwas sehr weit zum Anfang gesprungen, als Jolie noch ein Kind war. Schauen, was uns hier und heute erwartet. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werd's holen. Eigentlich ist Nathan manchmal schon etwas sympathisch. Aber dann gibt's wieder Momente, wo ich ihn seltsam finde. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Ja gut. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Hier gibt's viel Auswahl, würde ich sagen. Irgendeins wird's bestimmt sein. Aiden? Warst du das, Aiden? Jetzt geht die Tür zu, oder? Ay caramba. Das war gerade ein Gänsehautmoment. Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jody? Jody, alles klar? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Wer sind wohl diese zwei Frauen? Ja, Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Um.
Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie. Das erklärt dann wohl einiges. Das waren dann wohl die zwei Frauen, die Jodie gesehen hat. Das wünscht man keinem. Die Mission. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden. Und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel, und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Wie schön. Zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jodie. Ich will nicht, dass dir was passiert. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Na dann, los geht's und somit ab ins Wasser. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Sieht. Okay, zwei Leute sind hier. Geht wieder die Schleich-Action los. Schauen. Ist bloß dieser deine Typ?
Gewisse ausschalten können. Und dann sieht die Luft eigentlich rein aus. Gar nicht leise. Und das jetzt noch wenig. Läuft ja gut, ne? Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Und das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Okay. Senaki Hotel. Los, gehen wir. Und ein Bonus. Und auf dem Dach ist ein Typ. Alter, wie hier die Leichen hängen. Ich hoffe, das läuft alles gut. Da was machen? Bitte! Bevor er stirbt. Komm schon. Werd sie los. Nice. Schon mal ein Zivilisten gerettet. Sieht gut aus. Das Senaki Hotel. Ja. Ja, das war gerade das Geräusch eines Affen. Schon sagen, dafür ist das ist einer nicht ganz gut für solche Missionen. Okay. Sie sind weg.
Sieht so aus, ne? Eine Ruine. Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist eine in der Nähe. Die sollten wir leicht finden. Checke ich das mit diesem Strom nicht ganz. Sie waren über Nacht hier. Ungefähr 10 Mann. Kathedrale. Sollte ja nicht so schwierig sein. Wo gehst du hin, Jody? Oh mein Gott. Alter. Psst. Leise. Alter, ich dachte schon, wir seien erledigt. Reden können? Reden können, ne? Wahrscheinlich. Okay.
Okay, man muss dann wohl außen rum, wie es scheint. اخرج من هناك eigentlich müsste sie ihn hier rüberziehen, dass er aus der Sichtweite ist. وانت صحيح زبناء لا توجد كلمة أخرى تقال غير كلمة زبناء زبناء أجمعين أنت تثير اشمئزازي من منكم يجب أن أقتله الأول هل Und er rennt dort einfach weg. No! Lass mich was machen! Hätten die retten können. Okay. Geht das jetzt irgendwie nicht mehr? Ist wahrscheinlich schon zu spät. Solange die anderen zwei nicht kommen. Die Kathedrale. Psst. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Ach ja, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, nur mal kurz umschauen. Zwei, drei weitere Fragmente, okay. Sie wurden dann wohl von der US Army oder CIA überrascht und mussten fliehen.
wirklich jemand meinen Job gemacht? Ja, leider bloß nur fast. Aber wir schnappen diesen Jamal. Irgendwo ist jemand Verletztes. Bin ich hier nicht richtig? Mal schauen, ob wir ihm helfen können. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft. Oh shit. Wieso haben wir eigentlich keine Waffen? Ah. Okay, hat sich erledigt. Wir haben eine Waffe. Lage. Aber wir schaffen das schon. Schließlich sind wir Jody. Und wir schaffen alles. Oh shit.
No, nicht wieder sowas. Scheiße. Scheiße. Fuck. Glück gehabt. Ist okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. La Burj El Shabab. Da muss ich jetzt hin. Astatia ist Chabukin, Chichi. Et Taali, et Baini. Was hab ich zu verlieren? Gegen den hätten wir wohl keine Chance. Wohin, Salim? Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell! Hilf mir! Können wir uns heilen? Yoji? Geht gut. Okay. Okay, kletter hoch. Salim. Go, 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 go! Es wird brenzlig. Oh. Heilige Scheiße. Go, 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 Salim. الذي يفعلين يتصل هنا طوال اليوم. أنت تعرف الأوامر. يسمع بس. انتظر حتى يتصل. هل سمعت الانفجارات؟
أنا لست مستعجلا من انضمام إلى شريف. قد استولوا. Sorry. Das war ein Versehen. Tut mir echt leid. Und jetzt Vollgas voraus. Weniger. Bleiben noch drei. Oh shit. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? La natrukuki. Yumkinuni alpaka wila janibuki. Hastachiu musahadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Ja. Das, was du sagst. Genau. Alles wird gut.
Salim. Alles wird gut. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Was hier? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Okay. Ein paar Leute können wir schon umbringen. Schadet ja nicht. Wenn es ein paar weniger hat. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Okay. Dann machen wir es ganz einfach. Schnappen uns hier eine Person. Gehen rein. Und knallen ihn ab. Eiskalt. Okay, mit dem können wir es einfach mal nicht. Gut. Such eine Waffe. Sollte ja nicht ganz so schwer sein. Ja, übertreib's. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Sicher. Können wir ihn töten. Okay, ich denke mal, mit dem kommen wir hier auch nicht rein. Vielleicht von außen. Durchs Fenster. Deine أسلحة مختبئة في أماكن أخرى وستأتينا من دول أخرى غير آمن. Oder auch nicht. Gut. Dann kommen wir vielleicht ja doch rein. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم الدول في العالم. ثم لا تنسى يا جمال أن هناك رقم. Jamal ist tot. Das war's. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ja, machen wir. Wie denn? Ah, diese Tür. Schnell, mach ein Foto oder so. Sogar die Kamo. Oh no. Salim. Salim? Abi! Abi! Shit. La, la tamuja, Abi! Ana bihaja ilayka, la tatrukni, la tatrukni. Er ist dein Vater? Scheiße. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك ستيكتي. لقد قتلت أبي. أنا أكرهك. Es musste sein. Tut mir leid. اتركيني ابتعدي عني
ging nicht anders. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Oh shit. Gar nicht gut. Ist das das Ende von Jody? Ich hoffe ja nicht. Jody. No, komm schon. Ich drück nichts. Ich drück nichts. Scheiße, Aiden! Weißt du, was die mit mir machen, wenn die mich kriegen? Weißt du das etwa? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jody, sprich mit mir. Jody. Keine gelungene Mission. Komm schon, ich bring dich hier raus. Ich dachte schon, wir werden jetzt sterben. Wie intens. Wie fucking intens. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Nee. Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals.
war hart. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. What? Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Oh, oh. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. What? Jody! Fuck! Heilige Scheiße. Sie springt einfach aus dem Hubschrauber. Holy shit. Wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Schon mies. Sie haben sie benutzt wie eine Waffe. Die Mission. Sie und so viel Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. 72% Ryan geküsst. 87% der Ergreifung entkommen. 78% Waffe genommen, Soldat. 72% auf dem Dach gerettet. 43% zur Kathedrale geschlichen. 81% am Kontrollpunkt entdeckt wurden. 24% Selbstmordversuch
unternommen. Das war heftig. Eine heftige Folge. Das Leben in der CIA ist nicht einfach. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe nicht. Mit solch einer Geschichte. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Egal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge von Beyond Two Souls. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun.